Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Wir werden jetzt direkt damit beginnen, die langen Landebahnen zu bauen, damit wir die dann jetzt endlich mal haben. Passt jetzt natürlich auch direkt alles ohne Probleme. Haben wir gut vorbereitet in den letzten Folgen. Wir müssen natürlich hier gleich noch das Ganze verbinden, aber ich will die jetzt erstmal fertig haben. Die Planung können wir wegnehmen. Die drei Runways sind jetzt fertig. Das sieht alles ganz gut aus. Müssen wir uns nur überlegen, wie wir das, ob wir was verändern wollen, was die Rollwege angeht. Diese Linie brauchen wir auf jeden Fall. Wir können das eigentlich dann so lassen. Machen wir hier einen Rollweg hin. Dann reicht das. Rotierten wir noch die Option auf einen weiteren Runway, falls wir den überhaupt noch brauchen. So, hier sieht es ja mittlerweile auch ein bisschen kahler aus. Da werden wir uns auch an diesem Wochenende drum kümmern. Können ja schon mal ein bisschen anfangen. Und zwar würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Böden an. Das dauert auch wieder ein bisschen länger. Machen wir direkt auch das noch für das andere Gate dazu. Ja, das machen wir erstmal so. Mal gucken, wie das später ausschaut. Gerade am Überlegen, ob wir das nicht sogar noch mal umändern wollen. Dass wir einfach sagen, die Wege beginnen hier unten. Könnte man in den Zwischenraum vielleicht noch irgendwas machen, wenn da genügend Platz wäre. Da müssen sie gar nicht hier hoch, dann kommen die von hier unten, gehen direkt hoch. Dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie hier diese Fahrsteige benutzen. Ja, ich will auf jeden Fall das hier oben gleich nicht verpassen. Nicht das. Jetzt haben wir hier einige Böden. Ich weiß nicht, wie die hier später drüber fahren. Nicht, dass die dann hier stehen und sich blockieren. Na gut, wir haben die Böden, bis die damit fertig sind. Dann müssten die allerdings auch weg. Dass man einfach sagt, man geht hier runter, geht vielleicht nochmal hoch, nochmal runter. Dass sie halt wirklich von hier unten kommen und dann da reingehen. Ah, gucken wir gleich mal. Toiletten sehen hier oben auf jeden Fall gut aus. Ich denke, wir könnten nochmal ein paar Reinigungskräfte einstellen. Der Flughafen auf jeden Fall sauber bleibt. Und was wir jetzt auch schon mal planen könnten, ist, wir wollten ja auf jeden Fall ein Restaurant haben. Da sehe ich hier den geeignetsten Ort dafür. Denn auch Gäste, die hier von unseren C1 bis C3 Gates fliegen, die werden, oder die haben hier direkt die Treppen, wenn sie was essen, dass sie direkt wieder runtergehen können. Wenn wir das hier in der Ecke hätten, dann wäre das doch schon ein relativ weiter Weg. Fangen wir mit der Inneneinrichtung an oder machen wir erst die Wand? Ich glaube, die Inneneinrichtung macht mehr Sinn. Was brauchen wir nicht so häufig? Wir brauchen auf jeden Fall die Kühlschränke. Da müssen die Mitarbeiter häufiger dran. Genauso wie die Zubereitungsfläche und den Pizzaofen. Die Küchenspüle und ich meine, ein Herd muss auch noch rein. Die werden einfach nur so gebraucht.
Wie groß wird das? Wir wissen ja schon, dass es ein enormer Ansturm wird. Sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen größer planen. Jetzt haben wir die Sachen. Dann würde ich sagen, machen wir eine Reihe Kühlschränke nach unten. Zubereitungsflächen. Und den Pizzaöfen könnten ja, glaube ich, ein paar mehr Sachen rein. Oh, wenn jetzt hier schon am Bauen sind, dann sind wir hier oben fertig. Dann reiß ich dich jetzt erstmal ab. Weil Wind... Ah ne, Wind wäre auch direkt ganz wichtig. Ja, und Richtung Nacht geht's auch. Damit wir schon mal jetzt einen auch fertig kriegen. Womit die anfangen. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall bis in die Nacht noch hinbekommen. So, abgebaut ist es. Na, jetzt sind die Gebäude im Weg. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal die Verbindung so und gucken später, dass wir den Tower umsetzen und den Treibstofftank. Die könnte ich mir auch... Ja, eigentlich sind die ja doch relativ nah noch an den Gebäuden. So, das wird gebaut. Priorität erhöhen. Das wird gebaut. Das Licht wird gebaut. Die drei Sachen können dann weg. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, können wir auch das hier in die Bauschleife geben. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, ob man das so draufsetzt oder so. Ich mache es einfach mal genau immer drauf. Kann sein, dass das egal ist. Also das wird jetzt alles gebaut. Dann können wir jetzt wieder hier hingehen. Also man sieht ja hier zwei Fächer. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man auch zwei Pizzen gleichzeitig fertig machen kann. Dann machen wir auf der Rückseite nochmal drei für die Zubereitungsflächen. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze oben dann auch nochmal, machen hier auch nochmal Flächen hin. Ah ne, oben müssen Lagermöglichkeiten hin. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal Kühlschränke. Können wir hier spontan gucken, was da hinkommt? Müssen wir uns überlegen, wo kommen die Kassen hin? Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mehrere Eingänge. Wir brauchen die Getränkespender, aber es gab doch auch sowas wie Donuts. Da, Speiseregal. Das brauchen wir auch noch. Und die beiden Maschinen. So, hier lasse ich mal ein bisschen mehr Platz, damit wir auch, wenn wir was ändern wollen, noch mal ein bisschen mehr Spielraum haben. Da unten könnte jetzt auch noch ein bisschen mehr hin. Aber ich denke mal, wir werden das nach und nach dann auch weiter verändern. Die drei Sachen, dann kommen dieselben Sachen nochmal von oben dazu. Ach, das ist der rote, dann gehst du wieder in die Mitte. So, und hier könnte man jetzt den Eingangsbereich machen. Die beiden Türen vielleicht. Die Türen können wir im Nachhinein reinmachen. Also wäre das jetzt unsere Küche. Und da haben wir auf jeden Fall noch Platz, ein bisschen was zu verändern.
gucken, ob die Anzahl der Automaten ausreicht. Aber wir hätten ja, wenn wir hier die Tür machen, hatten wir ja noch 4 Plätze frei. Das würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Also weiter Richtung Kasse. Da brauchen wir viele. Machen wir auch hier ein bisschen mehr Platz. So, wir hätten jetzt die Option, noch 2 weitere Kassen zu machen. Hier oben würde ich sagen, kommen Blumenkübel hin. Und damit die Gäste hier nicht erstmal reinlaufen, kommen da auch noch welche hin. Gut, das passt jetzt nicht so ganz. Wohl, das drehen wir mal lieber. Die anderen kommen ja vielleicht sogar weg. So, wie schaut es jetzt hier aus? Nacht, Nacht. Und die ILS sind da. Okay, das sieht gut aus. Mehrere Lagerzonen sind voll. Was haben wir denn gerade weg? Wird demontiert, was gelagert werden müsste. Das sind bestimmt die Asphaltsachen. Aber das übersehe ich gerade erstmal. So, wie machen wir es mit dem Tower? Hier hätte ich halt ganz gerne eine Verbindung. Weil sonst müssen sie immer komplett außenrum fahren und sich hier absprechen. Da ist der Tower. Ja, wir haben noch viel. Wir hätten noch alles auf Lager. Ich glaube, den müssten wir doch relativ weit weg platzieren. Ja, hier wird es überall nicht funktionieren. Man könnte den nur hier hinten in die Ecke packen. Hier kriegen wir auch keinen Rollweg durch, oder? Doch, hier wird es gehen. Ich muss mir überlegen, ob es reicht, wenn wir diese Fläche hier wegmachen. Und dann hier rein die Sachen packen. Das macht auch keinen Sinn. Oder? Oder wie sieht es denn mit dem Tank aus? Wird der auch von Sachen blockiert? Wie viel Abstand braucht er? Das können wir am besten hier oben sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann 10 von jeder Seite. Das wäre... Das kriegen wir hier oben nicht hin. Also müssen wir es nach hier unten verlagern. Ja, das kriegen wir nirgendwo hin. Gut, dann müssen wir den Tower und die Treibstofftanks hier unten hinpacken. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Apropos Sprit. Ja, könnte man auch mal wieder was kaufen. Da, Versorgung, da habe ich den Tank. Dann machen wir da den Tower hin und dann in einem kleinen Abstand die Treibstofftanks und damit die nicht da ganz alleine stehen. Würde ich sagen, machen wir hier noch eine Straße hin. Gehen die nicht ein weiter nach links? Doch, wenn die ein weiter nach links gehen, dann hätte ich die auch da gerne. Dann mache ich jetzt erstmal die Straße. Kann ich die gleich da dran packen. Dann sieht das da nicht so ganz verloren aus.
So. Okay, jetzt fehlt uns nur das Geld. Obwohl, für den Tower müssten wir doch jetzt wieder die Materialien haben, ja. Na komm, ich mach den jetzt einfach dahin. Dann jetzt den Tank. Gut, wir haben noch ein paar Sachen auf Lager, deshalb kostet er nur 12.500. Der müsste jetzt 93.000 kosten, ja. Also lassen wir die erstmal bauen. Und wir brauchen ja gleich auch noch hier die Pipeline. Das wird auch nochmal ein bisschen was kosten. So, wie schaut es hier aus? Ja, Lagerzonen sind immer noch voll. Das sieht alles erstmal gut aus. Dann machen wir jetzt die Türen rein. Ich glaube, hier können wir auch einfach mal eine Schiebetür reinmachen. Das hatten wir, glaube ich, beim anderen Flughafen nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch gut ausschaut. Machen wir Schlangen? Ja, nein, vielleicht. Ich würde sagen, machen wir schon. 5 reichen hoffentlich. Im Notfall demontieren wir die wieder. Und ich würde sagen, den Weg hier nehmen wir so als ersten Punkt, wie groß wir unser Restaurant machen. Dann würde ich sagen, machen wir da auch einen Fußboden hin. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt brauchen wir die ganzen Tische und Stühle. Okay, unter Deko sind auf jeden Fall die Tische. Wo sind da Verkauf? Also rund oder eckig. Elegante Stühle brauchen wir nicht. Ich glaube, rund sieht besser aus. Also fangen wir mit rund an. Ganz außen würde ich nochmal ganz gerne Blumenkübel machen, so als Abgrenzung. Also Stuhl, Tisch, Stuhl, Stuhl. Ja, lassen wir das erstmal so. So, dann setzt man sich hier hin. Hier ist ein Gang. Das war jetzt schon ein zu niedrig. Oder wir lassen hier drin noch den Gang. Müssten wir hier nochmal was machen. Ne, machen das so. Jetzt, hier setzt sich jetzt keiner hin, sondern hier ist dann der Gang und die Stühle kommen dann nach unten. Geld spielt auch auf jeden Fall noch mit. Da haben wir gerade noch einiges verdient. So, hier wäre der Gang. Könnten wir dasselbe Spielchen auch wieder hier machen. Dann sind das jetzt 3 frei. Dann ziehen wir die Blumenkübel gleich einfach hier durch. Mal gucken. Ja, es sind jetzt nicht so viele Sitzplätze, aber wir werden ja sehen, was wir für einen Ansturm dann haben. So, Deko. Ach, da können wir jetzt auch die schönen nehmen. Machen wir hier frei. Ja, komm, lassen wir das frei. Kommen da vielleicht auch noch ein paar Leute rein. Das bleibt auch frei. Der große Gang hier bleibt natürlich frei.
So, das wäre dann jetzt unser Café. Da müssen wir mal abwarten. Ja, unser Lager ist immer noch voll. Hier sind sie jetzt am Bauen. Ja, da, das ist alles noch im Bau. Okay. Gut, dann war es das erstmal für heute. Morgen werden wir dann gucken, dass wir das Café zum Laufen bekommen und weiter hier mit den Landebahnen vorankommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag und bis morgen. Ciao.